Sei ein Schatz und hol deiner Mutter eine große Quattro von Maggi. Hier ist kein Geld mehr drin. Dann zahlst du eben. Ich weiß, du hast welches. Legen wir los. Wie wär's, wenn wir beide nach Kalifornien ziehen? Fändest du das gut? Okay, das ist ein Versprechen. Gute Nachrichten. Ich habe einen neuen Job. Dieser Kerl hat mindestens 300 Riesen. 4 Blocks weit sind sämtliche Häuser unbewohnt. Wo keine Menschen sind, fahren Bullen auch nicht Streife. Das wird ein Kinderspiel, sag ich. Der Kerl hat sein Haus seit 5 Tagen nicht verlassen. Auch wenn er drin ist, gehen wir rein. Ich besorge uns Chloroform. Oh shit! Hau ab von meinem Auto, Scheißköter! Das Horrorfilmgenre definiert sich üblicherweise über Fantasy-Grusel und sinnfreie Gewalt. Scheiße, was ist er? Dieser ganz und gar nach den Genre-Regeln gebaute Horrorfilm ist anders. Und er ist besser, weil er auf konkreten sozialen Bedingungen basiert. Was denn, ist der blind? Das ist wohl im Irak oder so passiert. Also einen Blinden zu berauben, ist nicht wirklich cool, oder? Dass er blind ist, heißt noch immer nicht, dass er ein Heiliger ist, Mann. Wir machen's heute Nacht. Also, es heißt, irgend so ein Mädchen hat seine Tochter überfahren. Die Tochter stirbt und diese vor Geld stinkende Familie kauft sich frei. Der Kerl ist ein Einzelgänger, ein Kriegsveteran. Können wir? Er ist ausgenockt. Jungs, wenn das Geld wirklich im Haus ist, dann vermutlich da drin. Warum hast du eine Waffe? Diese Kids aus der Unterschicht des schon lange insolventen Detroit haben keine Chancen und deshalb auch keine Skrupel mehr. Wer ist da? Okay, Mann, ganz ruhig bleiben, ja? Ich war voll und ich bin hier rein und das war falsch von mir, ja? Also werde ich einfach wieder gehen, okay? Schön da bleiben, verstanden? Keinen Schritt weiter, verdammt! Ja, ganz recht. Ich weiß, was da drin ist. Und ohne das gehe ich nicht wieder weg, ist das klar? Jetzt schön tun, was ich sage, ja? Verdammte Scheiße, Alter, ich schieß dich über den Haufen! Entschuldigung. Stehen bleiben! Was hast du denn jetzt vor? Hä? Hä? Bleib lieber da stehen! Wie viele seid ihr? Was? Da gibt's moralische Mehrdeutigkeiten in der ganzen Geschichte. Denn, keine Frage, für einen großen Teil des Films ist er das Opfer. Ein ehrbarer Typ. Er ist Veteran, blind und hilflos. Er verlor seine Tochter. Man hat einfach auf ihn geschissen. Und hier diese jungen Mistkerle kommen herein und schlagen einen weiteren Nagel in den Sarg seines Lebens. Und du kannst eigentlich nur Sympathie für ihn hegen, dass er sein Territorium verteidigen will. Das ist alles völlig legitim. Aber dann gibt es da einen Einschnitt. Und du erkennst, dass er in seinem Leben noch einen weiteren Schritt in die Finsternis gegangen ist. Und in dieser Finsternis hat am Ende der Blinde den Vorteil, wenn man es den Vorteil nennen möchte. Das nämlich ist ein weiterer Vorzug des Films. Diese moralische und soziale Unbestimmtheit. Diese Abkehr vom Gut-Böse-Schema. Und nichts Übermenschliches kommt ins Spiel. Die Angst wird mit ihrer Glaubwürdigkeit nur noch intensiver.
Ich hatte vor Stephen Lang wirklich Angst, als wir begannen zusammenzuarbeiten. Er ist als Blinder wirklich beängstigend. Er ist unberechenbar und offensichtlich ein sehr physischer Typ. Sehr stark und fit, und das ängstigte mich sehr am Set, in der Finsternis, wenn du nicht siehst. Er ist wirklich beweglich und aggressiv. Seine Rolle natürlich. Andererseits habe ich mit ihm am Set am meisten lachen können. Don't breathe. Halte die Luft an, damit er dich nicht erwischt. Horrorfreunde bekommen hier den erwünschten Grusel. Aber auch viele andere werden den perfekt gebauten und inszenierten Film mögen.